Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir schweben durch, ja, goldene Spinnweben, keine Ahnung, durch dieses Zeug, was die Typhons produzieren. Das gesamte Ökosystem der Typhon scheint sich um die Erzeugung dieser Substanz zu drehen. Die Forscher nannten sie Koralle. Wunderschön, aber wir kennen ihren Zweck nicht. Außerhalb des Eindämmungszylinders hat sie sich noch nicht ausgebreitet. Bis jetzt. Vielleicht. Oh fuck, ich voll idiotisch, Elender. Warnung. Strahlenschäden im Kreise. Ärztliche Hilfe empfohlen. Ich hab zu spät gesehen, dass das so ein Strahlding ist. Oh Mann. Jetzt brauche ich so ein. Moment mal, hatten wir nicht. Irgendwas gegen Strahlungsschäden? Ja, ja, ja. Oh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Zum Glück hatte ich die noch einmal. Kann ich das Ding eigentlich in die Luft jagen? Nee. Ist so. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Irgendwas zieht mich nach oben. Was zieht mich hier nach oben? Hallo? Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich fertig. Okay. Ja, dann können wir da erstmal nicht hin, ist auch egal. Was ist da los? Ist da irgendwas Spannendes? Ich will jetzt nicht anschießen und dann selber abbekommen. Aber ich glaube, ist das eine Kiste, in der ich reinschauen kann? Könnte sein. Ja, und es war sogar was drin. Oh fuck. Bin ich jetzt verängstigt oder was? Ist das so ein Weber oder wie? Wo gehen die denn hin? Ah, auf das, was sich bewegt. Sehr gut. Ach, da geht's ja auch noch lang. Die eigentlich nur vorher platt machen, bevor ich dann da lang gehe und die wieder mich angreifen. Warum brennen die denn manchmal und manchmal nicht? Egal. Okay, hier drin ist überhaupt nichts, deswegen brauchen wir da auch nicht rein. Halt mich mal links. Versuch die noch platt. Was? Wir haben keine Munition mehr? Haben wir so viel verbraucht? Wir hatten doch über 100, 168 oder so hatten wir. Dachte ich. Na also. Jetzt haben wir natürlich überhaupt keine Waffe mehr für die Distanz. Zumindest keine normale. Fuck. Was ist denn hier so langsam? Was schwebt da? Was haben wir jetzt bekommen? Telepathie. Ne, Rückstoß. Hier, das. Ach so. Ja, Rückstoß 1. Du erzeugst 20 Sekunden lang einen Schild, der verhindert, dass der nächste gegnerische Angriff dir Schaden zufügt. Gegner, die den Schild angreifen, werden zurückgeworfen. Ach, brauche ich auch nicht. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ach, der hat gerade den Schild drauf, deswegen kann ich ihm keinen Schaden machen. Okay, scheiß drauf, dann, ja. Web du mal weiter. Inspektion läuft. Ihr Anzug entspricht den Vorgaben. Gut. Mach's gut. Hey, da ist was drin, aber da komm ich noch nicht rein, oder? Komm ich da rein? Er ist leitende Systemingenieurin Ilyushin. Das Kraftwerk wurde beschädigt. Ich wiederhole. Das Kraftwerk wurde beschädigt. Wird auch Zeit, Sam. Chief, ich bin kein Kommunikationstechniker. Ich tue mein Bestes.
Mika, hier ist Sicherheitschefin Elisa. Hören Sie mich? Sarah? Ja, ich höre Sie. Hab versucht, mich ins Lautsprechersystem zu hacken. Mein Team ist im Frachtraum und diese Dinger auch. Kriechen überall auf der Station herum. Hauen sie überall mit der Rohrzange drauf. Aber prüfen Sie sie erst. Genau, Sam. Diese Dinger... Hauen Sie auf alles drauf, was freisteht. Und wenn es auf Sie losgeht, bringen Sie sich in Sicherheit und melden Sie sich dann via Transcribe. Ich schicke Ihnen eine sichere Leitung. Klar? Verstanden. Mein Transcribe ist in der Kühlmittelüberwachung. Bin auf dem Weg dorthin. Kann mich da einsperren. Alles klar? Muss nur kurz durchatmen. Sarah, können Sie mir sagen, was passiert ist? Mika, suchen Sie Schutz. Wo kam denn jetzt diese Übertragung her? Haben wir irgendwie ein Transcribe eingesammelt? Habe ich gar nicht gemerkt. Schwerkraft normal. Okay, was machen denn die ganzen Aalreste hier? Mal ohne Scheiß. Also es ist schon wieder Aalreste. Was ist das? Das sieht komplett aus wie nicht wie ein Aal und auch nicht wie ein Rest von einem Aal, sondern wie... Das aufgeschnittene Bein von einer Krake oder so. Transter aktuell unsere Mitarbeiter im Fokus. In Stars im Aufwind stellen wir Ihnen Harley Granger vor, Mitglied der Neuromon-Vertriebsteams und derzeit auf der Talos 1 stationiert. Manchen von Ihnen dürfte Harleys Name noch aus seiner Zeit als professioneller Baseballspieler ein Begriff sein. Das hat man schon. Duckbier. Alika James. Okay. Wollen wir mal. Ich bin echt gespannt, wenn wir auf unseren Bruder Alex Yu treffen. Das Arboretum ist ein Zeugnis der technischen und finanziellen Möglichkeiten der Transtar Corporation und bietet eine erdähnliche Umgebung, in der die Besatzungsmitglieder der Talos 1 zur Ruhe kommen und sich entspannen können. Ah, jetzt kommen wir also in den Vergnügungspark, das ist Talos 1, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Warum ist eigentlich immer das gleiche Bild? Wir selbst, oder ich denke mal, wir selbst im Anzug von hinten. Hätte man sich mehr einfallen lassen können. Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Arboretums. Das Büro Ihres Bruders ist ebenfalls hier oben. Jupiter in seinem Palast an der Spitze des Himmels. Das haben Sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Aber dann wären Sie... was? Neptun? Pluto? Nicht mehr daran gedacht, dass wir ja... dass wir ja immer gucken sollten, ob sich irgendwo so ein bekloppter Mimik versteckt. Blöd. Und direkt wieder Energie verloren. Und noch irgendwas, bevor wir jetzt hier recyceln. Geil, die Leiter habe ich gar nicht gesehen. Officer Jia, hier ist Chief Elisa. Jia hier. Chief, wie kann ich helfen? Gehen Sie in die Datenzentrale und bitten Sie Chief Shaw, Grant Lockwoods Peilsender zu reaktivieren. Morgan, alles in Ordnung? Über diesen Typhon, da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Okay, doppelte Waffen brauchen wir nicht. Wir hatten sogar 3 Schrotflinten und 3 Pistolen. Rohrzange hat man nur eine. Es gibt einen Waffen-Upgrade, okay. Machen wir natürlich nicht, bin ja nicht blöd. Und das war's eigentlich. Das ist ziemlich viel, würde ich sagen. 9. Oh, ist richtig viel. Fällt mir gerade ein, wie viele Mods haben wir? 5. Vielleicht können wir ja mal... Techniker, lerne.
Ich überlege halt gerade, das kostet 3 Material, erhöht den Ertrag beim Recyceln um 20%. Ich überlege halt gerade, ob ich das mal mache. Das würde sich halt gerade so schön lohnen, ne? Ist das jetzt schon mit eingerechnet? Wahrscheinlich, ne? Ich hoffe mal. Müsste jetzt richtig viel rauskommen. Yay. Pistolenmunition brauchen wir auf jeden Fall wieder. Viel mehr als gedacht. Wieso können wir? Ach doch, wir können mehr als noch. Ah, gut. Wie viele Schuss sind das immer? 30. Okay, wenn wir es jetzt nochmal machen, haben wir 60. Ich denke, ich mache 120. Aber beide haben wir fast keine. Wie viel Munition? Oh, wir haben auch Schrotflinte fast keine Munition mehr. Dann haben wir davon jetzt 60. Neuromods würde ich auch gerne basteln, aber wir brauchen gerade Munition. Und da sind nämlich nur 12 drin. Das ist scheiße. Das ist recht wenig. Da müssen wir jetzt eigentlich alles in die Schrotpatrone noch reinpumpen. So, jetzt noch einmal, ne? Können wir es bauen? Ne, noch zweimal sogar. So, jetzt haben wir 16, 28, 40, 43. So. Ja, was soll's. Passt. Oh, Neuromod würde sogar noch mal gehen. Warum nicht? Haben ja auch gerade 3 verbraucht, von daher wenigstens 1 noch mal geholt. Gut, weiter. Müssen wohl da rein. Alex Tresor ist da oben. Gallegos Wohnkapsel. Gehen wir dann jetzt mal zuerst hin. Geht's hier überhaupt weiter? Sie könnten dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Officer Jia, hier ist Chief Elazar. Jia hier. Chief, wie kann ich helfen? Gehen Sie in die Datenzentrale und bitten Sie Chief Sho, Grant Lockwoods Peilsender zu reaktivieren. Der wurde bei seiner Kündigung deaktiviert, aber offenbar war Grant nie im Shuttle. Ich will wissen, wo er ist und ihn dahin bringen, wo er hingehört. Schon dabei, Chief. Mhm, hier ist alles kaputt. Was? Fehler, aber es braucht nichts, weil es ist gerade mal Stufe 1. Oh, ich nehme mal den langen Weg, haben wir genug Zeit. Oh, vielleicht aber auch nicht, vielleicht aber auch nicht. Fuck, das war eine dumme Idee. Das war eine ganz dumme Idee. Oh, ich hab's noch geschafft. So, war hier nicht ein Mimik drin? Nee. Doch, 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 fuck. Sag mir das doch. Zum Glück ist der nicht aufgestanden. Ich versteh's ja nicht so richtig, wieso der nicht aufsteht, aber egal. Schade, das Medikit wäre noch richtig geil gewesen. Hallo Julian, bin vorbeigekommen, aber Sie waren nicht da. Zur Info habe ich Ihre Labornotizen geprüft. Pflanzen stellen kein Gesundheitsrisiko dar. Grünes Licht für Arboretum. Sisak Unagi-Rollen. Knusprige Pommes frites. Russische Blinis. Dann habe ich das Fertiggerichte. Jetzt haben wir doch gerade erst recycelt, verdammt nochmal. Irgendwas? Ja. Sind wir jetzt im Garten oder wie? Okay, die Pflanzen sind nicht wirklich geil gemacht, die Texturen, aber egal. Ich höre jemanden reden. Edna Burton. Sieht aber noch gut aus. Die anderen Leichen sehen ja immer so kaputt aus. Gewächshaus, aber ich scheine hier nicht reinzukommen. Nein, sei still. Nein, dich
gibt's nicht. Dich gibt's nicht. Hey, Sie da! Machen Sie die Tür auf! Bitte. Will ich das? Was ist mit mir los? Hauptaufzug, Alex Tresor. Da müsste ich dann natürlich platt machen, wenn ich das jetzt aufmache, ne? Oh, wir können es nicht speichern. Interessanterweise. Rodney S. Poole, fremd kontrolliert. Passwort eingeben, Stufe 3, Julienhauer. Will ich da rein? Will ich da rein? Will ich da wirklich rein? Eigentlich nicht so richtig, aber. Ich will wissen. Also, da wird ja irgendwas Geiles drin sein, wenn man jetzt das optional aufmachen kann. Wir müssen es aber knacken. Auch wieder einfach. Nein, geh auf. Bin mal Binnen-Operator für Bodenanalyse erforderlich. Gewächshaustüren entriegeln. Gewächshaustüren verriegeln. Sprinkler aktivieren. Boah, da sind ja mega viele drin. Da drüben war, glaube ich, auch noch normaler Typen. Kontrolliert Menschen, Auszug aus der Blabla. Zusammenfassung des Vorfalls. Ich hatte Dienst, als ich um 14.20 Uhr eine Anfrage von Dr. Hans Kelstrup erhielt, worin er mich im Untersuchungsraum um Hilfe bat. Als ich dort ankam, sah ich, wie Dr. Trevor Young mit Laborinstrumenten auf einige der Typen und Eindämmungszellen einschlug. Als ersichtlich wurde, dass er die Eindämmung zerstören wollte, war ich gezwungen, meine Taserpistole abzufeuern und ihn zu überwältigen. Bei der nachfolgenden Befragung von Dr. Young wirkte er sehr verstört und war sich meiner Anwesenheit nicht bewusst, außer wenn ich ihm zu nahe kam, was ihn äußerst gewalttätig werden ließ. Er wurde dem Traumatyp übergeben und zu seiner und zu unserer Sicherheit und zur Sicherheit aller unserer Quarantäne gestellt. Kann ich da jetzt einfach den Typhon versuchen platt zu machen und die werden dann wieder befreit? Scheiße, das war gerade nicht so planbar, weil ich nicht mehr gesehen habe, wo ich bin und ich wollte eigentlich raus und jetzt und naja. Ich wollte eigentlich wieder rausgehen. Und wenn das Ganze nochmal, wo ist denn, aber wenn ich jetzt den Typhon umbringe, ohne die Typen umzubringen, bleiben die dann am Leben oder? Das versuche ich gerade rauszufinden. Hä? Ich habe doch danach gespeichert, oder? Halt nicht. Oh, die Dreier können doch nicht immer leichter sein als die Einer und Zweier, das gibt's ja gar nicht. Schleichangriff war das sogar, nice. Ich will nur den umbringen, ich will gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich kann sogar speichern. Ich will wissen, ob das funktioniert, also dass die dann wieder frei sind, damit ich die nicht umbringen muss. Das wäre ganz cool. Jetzt muss der halt wieder. Okay, wenn er es so macht, wird es einfach, weil dann trifft er mich auf jeden Fall nicht. Was? Wie kann denn das da durchfliegen? Wollen die mich verarschen oder was? Na,
dann tun wir aufhören. Gehen. Fuck, kommt ihr jetzt hierher? Ich will euch noch nicht umbringen. Geht weg! Ihr Dummies! Ach du Scheiße, er ist da draußen! Oh, fuck! Also hier, es wird schwieriger, den umzubringen, ohne die Menschen umzubringen, als ich gedacht hätte. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hätte. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, wird man das loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.